Guten Morgen. Ich komme ein bisschen vor wie im Blair Witch Project. Ich habe da mein kleines mobiles Licht. Ich habe das schon mal in einem Video vorgestellt. Ihr wisst, das ist das Aperture ALMX. Jetzt, wo die Sonne noch nicht da ist und der Mond so halbwegs scheint, brauche ich ein bisschen Licht, damit ihr was seht. Es ist 1.43 Uhr. Verdammt früh. Wir machen sich jetzt dann auf den Weg in die Steiermark. Die Fahrt dauert ca. 2 Stunden. Der Plan ist heute pünktlich zum Sonnenaufgang oder weit vor dem Sonnenaufgang eigentlich am Grünen See zu sein. Das ist so ein Schmelzwassersee. Wenn der ausgetrocknet ist, ist das ein ganz normales Tal mit Bänken, Bäumen und so weiter. Und wenn das Schmelzwasser kommt, dann füllt sich dieser See und bedeckt vieles von dem Grün, von dem Gras, von den Bäumen und von dem ganzen Tal eigentlich mit Wasser. Jetzt muss ich warten, bis das Auto vorbei ist. Yay, ist vorbei. Das macht er mit Absicht. Der fährt immer mit dem Auto vorbei, nur damit er mich stört beim Filmen. Ich werde Landschaftsfotografie machen mit einem Weitwinkelobjektiv, das heißt, das werde ich gleich mal drauf haben. Das ist auch das Objektiv, mit dem ich auch jetzt filme, weil fürs Vloggen ist es auch das Beste. Mein Gimbal habe ich mit, meine Ronin S, und dann schauen wir einfach, dass wir auch eine gute Videoaufnahmen kriegen. Da sind wir. Das ist der grüne See. Es ist ein bisschen dunkel, das heißt, ich habe hier mein kleines Keylight aufgestellt, nur damit ihr mich überhaupt seht. Der See ist sehr klar, was ich jetzt schon so einmal erkennen kann. Seht ihr meinen Atem? Es ist arschkalt. Wir haben, ich glaube, die richtige Location gefunden. Die Sonne geht da drüben auf und in die Richtung möchte ich dann das Foto nehmen. Und wir haben hier auch einen netten, schönen Berg und den werdet ihr dann am Foto ja auch sehen, beziehungsweise werde ich nachher noch Video weiter filmen. Der See hat jetzt nicht mehr so viel Wasser. Ich glaube, der Tiefstand ist, glaube ich, 5 oder 5,5 Meter oder sowas. Es ist 4.15 Uhr. Die epischen Bildaufnahmen kommen dann, wenn wir mehr Licht haben. Weil ich kann da nicht mit meinem Keylight den kompletten See ausleuchten. Würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar Halbnachtaufnahmen hinkriegen, also vorm Sonnenaufgang. Wie gesagt, es ist 4.15 Uhr. Das heißt, die Sonne geht in circa einer Stunde auf, ein bisschen was unter einer Stunde. Und dann sollten wir auch das Licht im Hintergrund haben. Die da drüben feiern Party. Ich weiß nicht, wo das am hört. Ich freue mich schon auf geile Bilder und geile Videos. Bis gleich. Screen. Das Ding ist so schwer, so unglaublich schwer. Linz ist etwas verdreckt. Na, eigentlich ist der ND-Filter verdreckt. Das ist der grüne See, wie ihr seht. Schaut richtig geil aus. Ich habe ein paar gute Aufnahmen gemacht. Fotos sind auch ganz gut geworden. Allerdings zum Sonnenaufgang hat es nicht ganz gereicht, weil ich meine, ich war rechtzeitig da. Aber man sieht halt nicht sehr viel von der roten Sonne oder von den Reflektionen von der Golden Hour. Trotzdem war das Licht sehr gut. Ich liebe den See, der ist geil. Der ist einfach Hammer. Sagst du mein Käppi? Schaut doch super aus, oder? Cool! Wisst ihr eigentlich, dass ein Ronin S mit einer Hand halten zum Selfie machen echt anstrengend ist? Apropos, Ronin S Review steht noch aus. Ich kann aber sagen, die Aufnahmen sind echt smooth. Jetzt schauen wir noch, dass wir da nicht ins Wasser fallen, das wäre ganz dumm. Liebe Leute, Alex vom Grünen See. Nein, ich komme aus woanders her, aber schöne Grüße vom Grünen See in der Steiermark. Die Aussicht ist einfach Wahnsinn. Die Luft ist auch super. Das ist der Grüne See. Grüner See, Leute, Grüner See. Ja, der See wird auf jeden Fall grün, wenn das Licht angeht. Vorher ist es nicht ganz so, es ist dunkel. Einpacken und andere Stelle fotografieren und filmen. Yeah! So, jetzt kommen wir langsam zum zweiten Teil des Sees, weil der See hat mehrere Teile. Der eine ist der große Teil und das da drüben ist ein kleiner Teil. Und da gehen wir jetzt auch hin und dann schauen wir einfach, was wir dort für Fotos, Videos, was auch immer machen. Ne? Der ist aber schön grün. Der ist fast grüner wie der andere. Muss man vorstellen, normalerweise steht alles unter Wasser.
Dort, wo ich hier gehe, steht das normalerweise unter Wasser. Das Stückchen Wiese auch. Aber seht ihr, wie grün das ist? Seht ihr, wie grün das Wasser ist? Es gibt nur noch einen dritten Teil vom See. Da gibt es sogar eine Bank, die steht normalerweise unter Wasser. Wie ihr seht, sind wir da im dritten Teil des Sees. Er ist ein bisschen kleiner, aber wie ihr seht, der geht da rüber. So, jetzt sind wir auf der Heimreise. Und wie man sieht, findet man immer wieder geile Plätze, wo man einfach kurz ein paar Aufnahmen machen kann, wo man Fotos schießen kann. Ich finde das gerade voll geil. Es schaut wahnsinnig idyllisch aus. Und wie die Sonne dahin strahlt, seht ihr das? Also immer Augen offen halten, wenn sie irgendwo hingeht, weil man weiß nie, was für geile Aufnahmen da zustande kommen. Ich sollte öfter filmen mit so einem Hintergrund, das schaut richtig geil aus. Have fun und schaut mal wieder bei meinem Kanal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, teilt das Video, vergesst dann meinen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!